Judith Williams, harter Kampf hinter verschlossenen Türen. Judith Williams hat hinter verschlossenen Türen viele Tränen vergossen. Mittlerweile geht es der Investoren wieder besser. Doch die Rückschläge haben sie auch verändert. Mit gespitzten Ohren und wachsam funkelnden Augen legt sich die TV-Löwin auf die Lauer. Für Judith Williams, 52, hat wieder die Jagd nach neuen Deals begonnen. Im Herbst wird die Investoren endlich wie gewohnt in die Höhle der Löwen zu sehen sein. Nach herben Rückschlägen ist Judith aus dem Tal der Tränen zurück. Trauer und Sorgen sitzen noch tief. Das Leben hatte Williams zu einer plötzlichen Pause gezwungen und ihr viele Tränen abverlangt. Judith musste von ihrem Papa Daniel 79 Abschied nehmen, der an Alzheimer starb. Ihre Mama Carol, 82, erkrankte an Lungenkrebs. Ein furchtbarer Schock. Judith stellte alles andere, berufliche zurück, um da zu sein. Noch immer sitzen die Trauer und Sorgen tief. Und doch hat es Judith geschafft, sich wieder hochzukämpfen. Nun am Set ihrer geliebten Gründershow zu sein, tut der Unternehmerin sichtlich gut. Die Arbeit schenkt ihr nach den letzten Monaten Normalität und neuen Mut. Als Löwin gibt Judith jedenfalls nicht so schnell auf.